Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Und jetzt geht's los und geht er jetzt auch durch. Wartet auf den Ball von Jonna Brengel und kommt da auch hin. Tomke Schneider setzt sich da durch und dann setzt sie den Ball da knapp am langen Pfosten vorbei. Rosa Rückert verpasst in der Mitte. Aber was für eine Energieleistung von der Innenverteidigerin, die den Ball da erobert. Auch durchläuft, ihn zurückbekommt und so für die beste Chance in dieser Partie sorgt. Und da wird sie auch völlig zu Recht vom Publikum hier im Brentano-Bad beklatscht. Jetzt die Verlagerung Richtung Takisawa. Kries läuft in die Mitte. Ball kommt da an. Die leitet den weiter und das ist die Möglichkeit für Sand. Die erste richtig gute Gelegenheit für Leni Fischer, die den Ball dann da knapp am Langeck vorbeisetzt. Takisawa macht das clever gegen Mühlemann. Die möchte da ziehen, dann fällt Takisawa mit Verspätung. Ich glaube, Elena Mühlemann hat da leicht weggelassen, weil sie schon gelb hatte, aber sie bekommt trotzdem die gelb-rote Karte. Ja, das ist ein taktisches Foulspiel. Sie will da richtig ziehen, lässt dann leicht weg, weil sie der Meinung ist, oh, ich habe ja schon gelb, das könnte eng werden. Aber Christina Junkers ist da sehr, sehr streng und beendet den Arbeitstag der Schweizerin verfrüht. Dass sie einen Vorwärtsdrang hat, haben wir Ende des ersten Durchgangs schon mal gesehen. Rodach hätte gern den Freistoß gehabt wegen Handspitz, aber Schneider erkämpft sich den Ball einfach zurück und dann ist es fast das Eigentor. Aber eine ganz, ganz starke Parade von Jule Baum, die da den Einschlag verhindert. Bandless-Klärungsaktion landet bei der eigenen Frau und prallt davon gefährlich aufs eigene Tor. Aber Jule Baum verhindert das Eigentor. Brengel unterstützt sie jetzt mal mit und das könnte eine gute Idee sein. Übernimmt den Ball, da ist nur niemand in der Mitte und das zeigt sie jetzt auch an. Muss da verzögern, Rodach, Berg zeigt dann, wo sie den Ball hinhaben möchte. Und da bekommt sie ihn auch genau hin von Mia Rodach. Der Abschuss aufs kurze Eck dann aber zu harmlos. Da ist Jule Baum da, aber trotzdem bleibt festzuhalten. Frankfurt ist hier in Unterzahl die gefährlichere Mannschaft. Von Yasher, der Siegerin im Zweikampf, Gentile muss erstmal warten, dass Loving sie hinterläuft, findet da aber den guten Moment für Emma Loving. Der Abschluss rutscht Janik durch und das ist Chaos. Der Ball ist jetzt geklärt. Tomke Schneider mit der Grätsche rettet sie da, nachdem Nele Janik eine Unsicherheit zeigte. Kries nochmal mit der Flanke, die rutscht ihr ab, senkt sich aber lang Richtung Tor. Matuszewski legt ab für Thoma und links Raum für Leni Fischer, die gibt den Ball nochmal in die Mitte und da verpasst Emily Ewels um einen Schritt. Sand erhöht das Tempo. Mit einem super Steilpass in die Spitze. Johanna Berg, das ist die Möglichkeit für Frankfurt hier in Unterzahl, das Spiel noch zu gewinnen. Johanna Berg macht es allein und trifft. Das ist das Tor. 93. Minute. Die Eintracht geht in Führung in Unterzahl. Zu Hause kontern sie den SC Sand aus. Und jetzt sieht es danach aus, dass sie hier die 3 Punkte mitnehmen. Ein Pass hebelt die Sander Abwehr komplett aus. Johanna Berg geht auf das Tor zu, hat auch die Option in der Mitte, aber macht es einfach allein mit dem Außenriss. Loving. Das dürfte die letzte Offensivaktion werden. Versucht den Ball in die Mitte zu bekommen und da ist Nele Janik da, hat den Ball in den Armen und jetzt ist das Spiel vorbei. Eintracht Frankfurt 2 schlägt in Unterzahl den SC Sand mit 1:0 durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.